Tennis Borussia Berlin gegen Energie Cottbus, Nachholspiel vom 6. Spieltag am Mittwochabend unter Flutlicht im Berliner Mommsenstadion. Das Team von Markus Ziesche zuletzt mit 2 Siegen in Folge. Diese Serie sollte natürlich ausgebaut werden, aber Cottbus mit dem besseren Beginn. Die 5. Minute, Flanke von der rechten Seite, da lauert Engelhardt, der Kopfball harmlos, aber was macht Fikisi? Bronischew ist da, 1:0 Energie Cottbus. Wieder so ein schwerer Fehler von Jens Fikisi, das Tor von Bronischew in Minute 5. Aber wir sehen in der Zeitlupe, die Flanke kommt von Hofmann. Der Kopfball von Engelhardt eigentlich harmlos, er setzt aber auf und da ändert der Ball die Richtung. Platzfehler, der Rasen im Mommsenstadion nicht in allerbestem Zustand und Fikisi sieht deswegen schlecht aus. Cottbus in Führung, TB allerdings gar nicht geschockt, die 16. Minute. Die Berliner im Angriff, gut gechippter Ball, der kann zunächst noch geklärt werden, da ist Schackmark, 1:1 TB. Tazin Çakmak mit dem Treffer. TB allerdings, ebenso wie Cottbus zuvor, auch ein wenig im Glück. Von Blatko kommt der gechippte Ball. Und dann Çakmak mit dem Aufsetzer. Der wird von Energiekapitän Borgmann noch entscheidend abgefälscht. Hier, und deswegen keine Chance für Toni Stahl im Tor. Nur 2 Minuten später. TB wieder im Angriff über die rechte Seite. Das ist Junge Abiol, gutes Spiel von ihm, bringt den Ball nach innen, da ist wieder Çakmak. Çakmak, 2:1, Tennis Borussia, Doppelpack von Tazin Çakmak, der in seiner Jugend mal 6 Länderspiele für die U16 der Türkei bestritten hat. Heute macht er den Doppelpack und bringt Tennis Borussia hier mit 2:1 in Führung. Kein gutes Abwehrverhalten der Cottbusser in dieser Situation. Mema lässt den Ball durchlaufen, Çakmak dann auch mit einer Körpertäuschung und Stahl ohne Chance. Der sieht den Ball sehr, sehr spät, der Torhüter im Kasten von Energie. Die 23. Minute, Cottbus im Angriff mit einem Standard. Schlechter Ball hier von Hasse und dann geht's auf die B-Seite ganz, ganz schnell. Gladro, Riesenpass auf Junge Abiol und der macht alles richtig. Er macht fast alles richtig, denn er trifft nur den Pfosten. Benjas Junge Abiol lässt hier Stahl aussteigen. Und dann trifft er den Ball nicht ganz korrekt. Und deswegen rettet das Aluminium Energie Cottbus. Die 41. Minute, die Lausitzer bemüht um den Ausgleich. Zografakis, Flanke für Bronischew, der bringt nicht genügend Druck hinter den Ball Maximilian. Bronischew, der Torschütze, zum 1:0. 45. Minute, Freistoß Hofmann. Fikisi ohne Probleme hält den Aufsetzerball. Es musste in Halbzeit 2 natürlich mehr Feuer ins Spiel der Cottbusser. So viel war klar, aber die erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel, die hatte wieder TB, die 56. Minute. Da ist Siakam und eine Riesentat von Toni Stahl. Der Keeper hält sein Team hier im Spiel, die 64. Minute. Energie hatte 3 neue Leute gebracht, unter anderem Eisenhut. Da ist Eisenhut und da ist Fikisi. Beste Tat vom TB-Torhüter bisher. Aus der Hintertorperspektive sehen wir, dass Fikisi den Ball sehr spät sieht und dennoch gut abtaucht in die rechte untere Ecke. Und jetzt achten Sie auf Fikisi, was macht er? Er macht tatsächlich den Schritt aus dem Strafraum heraus und es gibt Freistoß Energie Cottbus. Handspiel außerhalb des Strafraums vom Torhüter, das zieht einen direkten Freistoß nach sich. Und den tritt Axel Borgmann, der Energiekapitän, an den Pfosten. Beste Möglichkeit für Energie Cottbus in dieser Partie. Fikisi hätte da keine Chance gehabt beim Freistoß von Borgmann. Borgmann kurz danach mit dem Einwurf. Die 89. Minute, Borgmann mit der Flanke. Und da ist Malcolm Badu, 2:2 Energie. Malcolm Badu war eingewechselt worden, der Neuzugang von Energie Cottbus. Drittes Saisontor von ihm. Borgmann mit der guten Flanke, TB kann den Ball nicht abschließend klären. Und Badu macht das ganz, ganz stark. Ballannahme. Drehung um die eigene Achse, der Torschuss wie aus einem Guss. 2:2 Energie Cottbus. Minute 89, aber das war es lange noch nicht. Wir sind in der 92.
Minute. TB. Die verteidigt nicht etwa, die griffen an. TB mit Travassos, Travassos und Stahl. Toni Stahl, der Keeper, mit einem ganz, ganz starken Spiel. Der folgende Einwurf. Energie kann den Ball nicht klären. Der kommt dann irgendwie hierzu, Junge. Abiol, Junge, Abiol und Stahl zum Zweiten. Nochmal 200%ige Möglichkeiten für Tennis Borussia in der Nachspielzeit. Junge Abiol scheitert zweimal an Stahl, der sensationell pariert. Die 93. Minute, das war es immer noch nicht. Badou schickt Gianluca Schulz, der war eingewechselt worden. Zweikampf mit Montcheu und die Cottbusser wollen den Elfmeter. Den bekommen sie aber nicht, denn der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Energietrainer Pele Wollez sofort auf dem Platz, sofort in Richtung Marco Wartmann, der Schiedsrichter, der diesen vermeintlichen Elfmeter nicht gepfiffen hat. Wir haben im Gegensatz zu Pele Wollez Zeit. Hier sieht es noch nach einem klaren Strafstoß aus. Aber jetzt achten Sie in der Hintertorperspektive auf Montcheu. Der Verteidiger von TB spielt hier deutlich den Ball, kein Elfmeter, die richtige Entscheidung. Super Leistung von den Jungs. Auch was wir uns vorgenommen haben, haben wir auch umgesetzt. Und wir waren insgesamt auch die bessere Mannschaft. Zweite Halbzeit hatte natürlich Cottbus natürlich noch mal ein bisschen Übergewicht, aber es kam nichts Zwingendes raus. Wir haben auch selber noch die Chancen ihnen geschenkt. Der Pfostenschuss kam ja durch den Freistoß von unserem Torwart. Ja, wenn wir das ein bisschen weglassen, dann wären wir vielleicht noch ein bisschen stabiler und sicherer. Und die alles entscheidende Geschichte sind unsere Torchancen, die wir verwerten müssen. Wir hatten ja noch, wo es 2-2 stand, nochmal 200%ige. Oder drei sogar. So. Und da ist so ein bisschen der Hase begraben. Und da wollen wir gucken, dass wir genau in den Situationen nochmal voll fokussieren und dann diese Aktion dann haben. Und in der ersten Halbzeit auch schon ein leeres Tor gegen Pfosten geschossen. Ja, trotzdem, ich bin stolz auf die Jungs, gute Leistung. Wir haben gezeigt, was wir können. Und das jetzt jede Woche abzurufen, alle drei Tage, wird nicht einfach. Aber wir haben es gut im Griff, ist in Ordnung. Ein hart erkämpfter Punkt für Energie durch das Tor von Malcolm Badou. Energiekapitän Axel Borgmann natürlich enttäuscht. Fakt ist, wir gehen in Führung durch Glück. Und dann machen die das 1-1 durch Glück und wir verlieren das Spiel. Dass wir am Ende den Punkt holen, besser als hier als Verlierer vom Platz zu gehen, das hat mir auch nicht verdient gehabt. Wir haben Moral gezeigt. Am Ende bin ich trotzdem sauer, weil wir dieses Spiel gewinnen müssen. Nicht müssen im Sinne von, dass wir die klar bessere Mannschaft waren, aber weil wir den Anspruch haben, genauso wie gegen Halberstadt zu gewinnen. Und dementsprechend sind 2 Punkte von möglichen 6 zu wenig. Enttäuschung bei Energie. Freude bei TB, die Charlottenburger bleiben zum 3. Mal in Folge ungeschlagen, trennen sich von Energie Cottbus 2-2.